Donald Trump predicted that in China specifically where it should be up around the world. Und glaubt offenbar laut, dass er jetzt die Kardashian Young umgehen als einen eigenen Machtkampf. In den USA ist es heute ganz prima. Viele Politiker auch auf Snapchat sind im Text. Wie oft war das eine Schande? Ich verstehe nicht, wie er das sagen konnte. Warum glaubt er sich das hoch und immer mehr auf seinem eigenen Volk? Zur Erinnerung. Bei einer Explosion nach Nordkorea 2016 war der Student Otto Lorbier festgenommen und wegen Spionage verurteilt. 17 Monate verbringt er im Gefängnis. Dann fällt Lorbier aus unbekannten Gründen ins Koma. Jetzt war er in die USA geflohen. Davor stirbt er wenige Tage nach der Ankunft. Trump tötet damals noch sein Beileid an die Familie, die zieht gegen den Staat Nordkorea vor Gericht und über 500 Millionen Dollar Schaden hat das wegen Folterung der Todesfolge zugesprochen. Antreiben kann das Geld niemand garantiert, wenn es stirbt, der viele vor ihm kommt. Als Dörner der Kim Jong-un hätte nicht zugelassen, dass das passiert, wenn er davon gewusst hätte. Viele fragen sich, wie der US-Präsident so blauäugig sein kann. Denn er stellte sich zum ersten Mal gegen die eigene Leute. Vor zwei Jahren ermittelt der amerikanische Geheimdienst gegen Wahlmanipulation bei der Präsidentschaftswahl hat er wieder spielt, mit eindeutigem Resultat. Laut CIA hat Russland aktiv versucht, die Wahl zu beeinflussen. Und Trump sieht auch hier seine eigenen Schlüsse. Ich habe Herrn Putin gefragt und er hat gesagt, sie waren es nicht. Ich sehe keinen Grund, ihm das nicht zu glauben. Das Falsche ist, dass der Journalist Jamaika schon wie in der saudi-arabischen Botschaft in Istanbul im Parlament ist. Alle Ermittlungen sind sich sicher, dass der arabische Geheimdienst und dem saudi-arabischen Zentrum als gegeneinander in der Stellung sind. Nur Trump, der hat das gezeigt. Ich habe gerade mit dem Prinzen gesprochen und der sagte, er weiß von der ganzen Sache gar nicht. Was will sein Mann jetzt, Kim Jong-un? Warum glaubt Trump so häufig über das Knochenleib seinen eigenen Behörden? Wir folgen bei den Experten Dr. Josef Kahnel nach. Trump lebt in einer knapp materialistischen Welt. Die Unternehmen kämpfen gegen Unternehmen, Staaten gegen Staaten. Und wenn die Staaten mit der USA nicht arrangieren, dann spielt es keine Rolle, ob sie nun demokratisch sind oder nicht so demokratisch. Hauptsache Trump für den Ob nun blau oder dich oder Köln hat realistisch. Sympathiepunkte ist eine schwarze Leitung und Aussage in seiner Heimat USA und auch eine politische Geschichte. Ja, mit seinem Zauberstoff.